Das wollen Sie doch nicht verpassen. Vom 16. bis 18. Juni ist wieder Salzmarkt. Mit Kindersalzmarkt, Höhenfeuerwerk, historischem Salzhandel und dem großen Salzzug mit über 300 Mitwirkenden am Samstagnachmittag. Das sollten Sie nicht verpassen. Lößnitzer Salzmarkt vom 16. bis 18. Juni. Bei RTV Kompakt startet die Woche mit Trainer suchen, FCE vor schwerer Aufgabe, Beste finden, RT-Stars bei zweiter Show und Bilder begutachten, Landschaften in Ausstellung. Glück auf, gut, dass Sie da sind. Hier sind die Nachrichten am Montag. Mit Spannung erwarteten die Anhänger von 64 Fußballmannschaften aus der ersten bis zur sechsten Liga die Auslosung der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund losten Ex-Profi Sebastian Kehl und DFB-Präsident Reinhard Grindel die 32 Begegnungen aus. Der Chemnitzer FC zog mit Bayern München das absolute Traumlos. Gespielt wird in Chemnitz. Für den FC Erzgebirge Aue im Topf der Großen steht ein Auswärtsspiel an. Die Veilchen müssen beim guten Drittligisten SVW in Wiesbaden ran. ARD-Moderator Alexander Bommes machte zur Auslosung darauf aufmerksam, dass noch nicht feststeht, wer dann für Aue als Cheftrainer an der Seitenlinie steht. Die Ära-Cheftrainer Domenico Tedesco ist beim FC Erzgebirge Aue nach wenigen Wochen für viele überraschend zu Ende gegangen. Ende der vergangenen Woche wurde der bestehende Arbeitsvertrag aufgelöst. Tedesco wird nach dem sensationellen Erreichen des Klassenerhalts mit dem FCE neuer Cheftrainer beim Erstligisten Schalke 04. Was hält man in Aue von Tedescos Weggang? Auf der anderen Seite kann ich den Trainer verstehen. Wenn er in der ersten Bundesliga wechselt, bekommt er mehr Geld. Und wenn das Aue nicht geben kann, aber er hat einen Vertrag gehabt. Was soll man da sagen? Das ist Fußball und das ist halt so. Im Fußball ist das so. Das weiß jeder. Was will man da machen? Der hat gute Arbeit geleistet und jetzt geht er halt zu einem anderen Verein, wo er das Zehnfache verdient, was er in Aue verdient. Das muss man doch akzeptieren. Da braucht man sich nicht aufregen. Das ist schlimm von Aue. Auch lächerlich, weil erst gehen Spieler durch ihn, dann holt er Wunschspieler und dann auf einmal kommt von Schalke ein Angebot und dann geht er auf einmal. Also ich finde, von Tedesco ist eine Schande, ist das, finde ich. Er hat ja einen Vertrag gemacht mit so einer Klausel drin, dass er aufhören kann. Ja, und Schalke, erste Liga, wird wahrscheinlich mehr bezahlen. Anders sehe ich nicht. Denn so einen guten Mann, wie er war, lässt man nicht einfach gehen. Aber Aue hat wahrscheinlich auch sehr Gutes davon. Erst groß Versprechungen machen und Aue, mir gefällt es in Aue. Und dann tschüss, das Geld regiert die Welt. Der FC Erzgebirge braucht einen neuen Cheftrainer. Der soll da weitermachen, wo Tedesco aufgehört hat. Wie stellen sich die Auer den neuen Veilchencoach vor? Ich stelle mir gar keinen vor. Ich stelle mir gar nichts mehr vor. Weil Aue ist wahrscheinlich immer nur ein Sprungbrett für andere. Das ist meine Meinung dazu, aber ja, ob wir noch mal so einen Trainer kriegen, im Endeffekt, das ist eine zweite Frage. Hier geht es ja nur im Endeffekt ums Geld. Ja, da muss ich erst mal bewähren, sage ich immer. Also, wenn jemand eingestellt wird, wie wir oder Sie, müssen wir uns auch erst mal bewähren. Und dann können wir weiterreden. Ein junger Typ, der noch was vor sich hat und möchte gern nach oben, da denke ich, könnte schon was werden. Zur Zeit der Umfrage war noch kein neuer Cheftrainer gefunden. Der Trainingsauftakt für die Auer Veilchen wird am 19. Juni sein. Keine Woche ohne neue Straßensperrungen. Die Nachrichten am Montag. Vom 14. bis 29. Juni ist in der Ortslage Niederwürschnitz die Lichtensteiner Straße bei Hausnummer 23 wegen Kanalbaumaßnahmen vollgesperrt. Eine Umleitung ist über Lugau ausgeschildert. Änderungen im Linienverkehr sind den Aushängen an den Haltestellen zu entnehmen. In Leukersdorf hat die Festwoche zum Ortsjubiläum begonnen. Bis zum nächsten Sonntag wird 575 Jahre Leukersdorf gefeiert.
Leutersdorf feiert 575. So lautet das Motto unserer Festwoche, welche wir zum diesjährigen Jubiläum des Ortsteils Leutersdorf gemeinsam feiern wollen. Ich denke, es ist ein Fest der Bürger, von den Bürgern, für die Bürger gemacht. Du sagst immer, was du denkst und die Liebe, die du schenkst. Das umfangreiche Festprogramm sowie viele sonstige Angebote rund um das Jubiläum im jetzigen Jahnsdorfer Ortsteil sind im Internet unter der eingeblendeten Adresse zu finden. Alexander Kraus ist in Schneeberg einstimmig in seinem Amt als Landesvorsitzender der CDU-Sozialausschüsse bestätigt worden. Damit steht er auch für die nächsten 2 Jahre der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, kurz CDA, in Sachsen vor. Der 41-jährige Landtagsabgeordnete begleitet in seiner Fraktion die Ämter als sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Die CDA-Landestagung sprach sich für eine Entlastung der Mittelschichtfamilien aus. Kindergärten sollten beitragsfrei sein. Im großen Kessel Buntes beim Filzteichfest in Schneeberg, wir werden noch ausführlich berichten, war in diesem Jahr auch ein Auftritt der 10 Erzi-Star-Finalistinnen. Wir leben den Moment. Bei ihrer zweiten Erzi-Star-Live-Show präsentierten sich die Finalmädels von ihrer besten Seite. In 2 Durchgängen gab es für Jury und Publikum bei Rock, Pop, Schlager und Balladen wieder reichlich stimmliche und optische Highlights zu erleben. Ende wurden die Sterne für diese Live-Show vergeben. 10 Sterne konnten Lena Lorraine Kirschner und Selina Pollmer einheimsen. Für Lisa Marie Lange gab es 9, für Vivian Kretschmer 8 und Emily Gödel 7 Sterne. Dahinter folgen Laura Berger, Loridana Doll, Romy Borowi, Celine Georgi und Marie Schulz. Eine weitere Live-Show ist am 14. Juli beim Stadtfest Aue. Kristallines Methamphetamin, besser bekannt unter dem Namen Crystal Meth, bestimmt seit mehreren Jahren die Schlagzeilen und politischen Debatten, wenn es um die Verbreitung harter Drogen geht. Woher kommen die Drogen? Wer sind die Konsumenten und wer profitiert von der Sucht? Wie kann in Sachsen auf die erschreckende Entwicklung reagiert werden? Diesen und weiteren Fragen widmete sich eine Präventionsveranstaltung, organisiert von der Landtagsabgeordneten Simone Lang in der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal. Rund 100 Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10. Klassen erfuhren aktuelle Zahlen und viele Hintergründe zum Thema von Sven Kahnen, Chefarzt der evangelischen Fachkliniken Heidehof in Weinböhla, Kriminalhauptkommissar Karl-Heinz Englert vom Präventionsteam der Polizei in Aue und der SPD-Landtagsabgeordneten Simone Lang. Lang erklärte, die steigenden Zahlen im Bereich der illegalen Drogen, insbesondere bei dem in Tschechien Giftküchen hergestellten Crystal Meth, sind seit Jahren alarmierend. Strafverfolgung ist wichtig, aber noch viel mehr brauchen wir präventive Maßnahmen. Junge Leute müssen rechtzeitig erfahren, welch verheerende, irreparable Folgen der Konsum von Crystal Meth hat. Deshalb bin ich seit 2 Jahren regelmäßig in Schulen entlang der Grenze zu Tschechien unterwegs, um gemeinsam mit Polizei, Ärzten, Psychologen und ehemaligen Drogenkonsumenten Aufklärungsarbeit zu leisten.
Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 3 Uhr in Jansbach in der Nähe des Sportplatzes. Der 32-jährige Fahrer eines Pkw Seat befuhr zu dieser Zeit die Straße der Freundschaft in Richtung Hormersdorf. In einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In der Folge schleuderte das Fahrzeug in ein Grundstück. Auf dem betroffenen Grundstück wurde ein Brunnen beschädigt. Die Feuerwehr Jansbach und Thum kamen zum Einsatz. Öl war in einen Brunnen und weiter in den Jansbach gelangt. Mit Ölsperren und einem Ölskimmer wurde das Öl aufgefangen. Ein Umweltentsorgungsunternehmen musste das kontaminierte Erdreich abtragen und fachgerecht entsorgen. Der Einsatz dauerte für die 30 Kameraden bis Sonntagmittag an. Mit einem Heimsieg ging für den Handball-Zweitligisten EHV Aue eine durchwachsene Saison zu Ende. Die Mannschaft von Trainer Stefan Swart gewann in der Lößnitzer Erzgebirgshalle das sehenswerte Spiel gegen ASV Westfalen Hamm mit 31-27. Zur Pause hatten die Gastgeber mit 7 Toren vorn gelegen. 36 Punkte bedeuteten für den EHV Aue den 13. Platz in der Abschlusstabelle. Nach dem Spiel wurden vom EHV 3 Isländer verabschiedet. Arnitor Sigtryggsson und Bjarki Margunnarsson ziehen in die Heimat. Sigtryggur Radi Runnarsson wechselt zu seinem Vater und Trainer nach Balingen. Anlässlich des 7. Schwarzenberger Kunstpreises Art Figura lobt die Stadt Schwarzenberg auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Wirtschafts- und Gewerbeverein Region Schwarzenberg den Kinder- und Jugendwettbewerb Art Figura Junior mit dem Thema Geflügelte Wörter aus. Dabei steht das Thema Reformation im Blickpunkt. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche, die in Schwarzenberg wohnen oder eine Schwarzenberger Schule besuchen. Einsendeschluss ist der 23. Juni 2017. Mit der Aufführung vom Fischer und seiner Frau ist am vergangenen Donnerstag in Stolberg eine Ära zu Ende gegangen. Das Kinder- und Jugendtheater Buratino spielte ein letztes Mal auf der Bühne ihrer bisherigen Wirkungsstätte im Kulturhaus des ehemaligen Bergarbeiterkrankenhauses. Ich fing also einen Fisch. Einen Fisch, sage ich dir. So groß wie unsere Hütte. Und der Fisch sagte, er wäre ein verwunschener Prinz, hörst du? Ein verwunschener Prinz. Da habe ich ihn eben wieder schwimmen lassen. Oh, ein verwünschter Prinz. Ja, und da hab ich ihn wieder schwimmen lassen. Schwimmen lassen? Es war einfach mir nichts, dir nichts. Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Wieder schwimmen lassen? Hast du dir denn gar nichts gewünscht? Nee. Was sollte ich mir wünschen? Was sollte ich mir wünschen? Also das glaube ich jetzt einfach nicht. Was du dir wünschen solltest, was? Schau dir die Bruchbude von Fischerhütte doch mal an. Das Theaterpädagogische Zentrum des Landkreises zieht nun in die Begegnungsstätte das Dürer. Inzwischen werden Vorbereitungen getroffen, dass die Jungschauspieler ihre endgültige neue Heimat im ehemaligen Frauengefängnis Honeck beziehen können. Einen konkreten Termin dafür gibt es aber noch nicht. Das Kreiskrankenhaus Stolberg benötigt die bisherigen Theaterräume für die Verwaltung.
Soweit der Nachrichtenüberblick. Und jetzt freut sich das Erzgebirge. Mit Spannung erwartet hat Sachsens Familienministerin Barbara Klepsch in Nieski den Austragungsort für den 22. Sächsischen Familientag bekannt gegeben. Es ist die Stadt Schneeberg. Bürgermeister Ingo Seifert hat zum Abschluss der 2017er Auflage den Staffelstab entgegengenommen. Der Tag soll nun am 9. Juni 2018 stattfinden. In die Reihe der Austragungsorte hatte sich bereits Oelsnitz im Erzgebirge eingereiht und war 2015 der 19. Gastgeber. Jetzt macht die Stadt mit einer neuen Ausstellung von sich reden. Im Bergbaumuseum wurde am Freitag der erste Teil der Doppelausstellung Industrielandschaft – Westsächsische Industriegeschichte im Spiegel der Kunst eröffnet. Der zweite Ausstellungsteil ist ab 23. Juni auf Schloss Schlettau zu sehen. Die umfangreiche Doppelausstellung Industrielandschaft – Westsächsische Industriegeschichte im Spiegel der Kunst wurde vom Bergbaumuseum und der Sammlung Erzgebirgische Landschaftskunst konzipiert. Damit widmet sich erstmals eine Kunstausstellung explizit dem Thema Industrielandschaft in Westsachsen und rückt markante Bauten, Ensembles und Ansichten der Industrie- und Bergbaugeschichte dieses Landstrichs in den Fokus. Wir sehen diese Schau als Vorboten der Sächsischen Landesausstellung Industriekultur im Jahr 2020, sagt Jan Färber, Leiter des Bergbaumuseums Oelsnitz-Erzgebirge. Der Schau mit ca. 150 Exponaten waren monatelange Vorbereitungen vorausgegangen. Unsere beiden Kuratoren Matthias Hempel und Alexander Stoll haben bei mehr als 25 Museen, Archiven, Sammlungen und anderen Einrichtungen angefragt, ob sie Kunstwerke zum Thema beisteuern können, so Museumsleiter Jan Färber. Dabei sei sehr schnell deutlich geworden, dass das Thema Industrielandschaft zwar sehr spannend ist, sich Künstler diesem Thema aber eher selten und auch nur vereinzelt angenommen haben. Landschaften werden in der Kunst oft verklärt und eher romantisch dargestellt. Da ist weniger Platz für Zeugnisse der Industrie- und Bergbaugeschichte, sagt Jan Färber. Trotzdem ist es diesem Museumsteam gelungen, einen eindrucksvollen Querschnitt von alltäglichen, einmaligen, bekannten, aber auch unbekannten sowie besonders eindrucksvollen Malereien und Grafiken in der Doppelausstellung zu präsentieren. Im Bergbaumuseum ist die Ausstellung bis 5. November 2017 zu sehen. Auf Schloss Schlettau kann die Parallelausstellung vom 23. Juni bis 15. Oktober besucht werden. Heute zwei Veranstaltungstipps, der eine aus dem Bereich der Kultur, der andere aus dem Bereich Politik. Die Fête de la Musique auf den Altstadtterrassen Annaberg wird wegen der Kate dieses Jahr einfach vom weltweiten Musiktag am 21. Juni eine Woche vorverlegt. Sie rockt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kulturmittwoch im Erzgebirge bereits am 14. Juni ab 18 Uhr. Präsentiert werden vier Künstler aus drei Nationen, wie gewohnt vom Verein Alte Brauerei Annaberg und den Altstadtfreunden. Der Eintritt ist frei. Und die Linke lädt am Dienstag zu einer Veranstaltung nach Niederwürschnitz ein und fordert, ein Vierteljahrhundert nach der Einheit Deutschlands ist die Rentenüberleitung endlich umfassend zu korrigieren. Zu Gast ist die Zeitzeugin des politischen Geschehens von 1990 bis heute, Dr. Martina Bunge.
Dr. Bunge ist aktuell als Beraterin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag tätig. Die Veranstaltung beginnt 16 Uhr in der Gaststätte zum Kronprinz. Die Moderation übernimmt der Bundestagsabgeordnete Björn Wunderlich. Das war's. Der Wochenstart ist geschafft. Aktuelle Informationen finden Sie auch jederzeit auf rztv.de und auf unserer Facebook-Seite. Das nächste Nachrichtenmagazin kommt schon morgen, wie immer ab 20 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten. Und gleich noch das Wetter mit den Tagesbildern vom Benefizlauf in Oberwiesenthal. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf!